Servus und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Die letzte Folgen ist ein bisschen schief gelaufen, würde ich mal sagen. Also, wir haben Fortschritt erzielt, so ist ja nicht, ne? Aber das Cutten wird ein Spaß. Waffen, da kann ich nur meinen Bogen machen. Also, die anderen Bögen, aber nicht mein Bogen. Und das bringt mir ja richtig viel. So, wir wollen weiter. Wir haben auch, glaube ich, schon das Artefakt in der letzten Folge gesehen. Genau, das befindet sich da unten. Dass da was leuchtet, dürfte es sein. Und ich muss Patronen herstellen. Wow. So, jetzt habe ich 32 Schuss. Nachladen kann ich. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Übersetzen wir mal. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Ja, ein bisschen Griechisch lernen schadet nicht. Die Fackel stammt nicht von mir. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Barbecue. Du lebst noch. Oh Gott! Schmerz! Warum nur? Kann ich... Gott! Au! Ich kann nicht... Warum kann ich nicht? Ich will... Oh, Doktor! Bitte! Lass mich... Bitte! Lass mich... Ja... Ja, tu es. Oh, schnell, mach das. Es aufhört. Oh, ich kann nicht. Und jetzt ist er schwarz. Und komplett verkohlt. Diesen Pfeil werde ich wahrscheinlich nicht zurückbekommen. Habe ich mir doch gedacht. Das getan haben. Was zum Teufel ist das? Ja, das sind die Beschützer des Artefakts. Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Ich möchte es nicht ausprobieren. Die Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte. Kann ich, aber ich will nicht. Ja, hier brennt jetzt einfach mal alles. Sie haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Ja, nur ich höre mir nicht zu, ne? So, ich muss dahinter.
Da ist ein Gefäß, was ich entzünden kann. Das heißt, da unten sind auch noch ein Haufen. Das heißt, ich werde jetzt definitiv in einen Krieg verwickelt. Ich könnte jetzt doch hier schon runtergehen und dann ganz normal die Treppen gehen. Oder hier die Treppen gehen. Und ich vermute, die werden hier... Ups. Durch dieses Tor da kommen. Es sind auf jeden Fall genug Fässer da, um Explosion zu betreiben. Ich könnte mich auch von Decke zu Decke hangeln. Leben ist auch da. Schneller kann ich jetzt gerade nicht laufen. Das ist irgendwie ein Problem. Nein, ist es nicht. Das Artefakt. Lass es da, wo es ist. Hier ist es. Au! Ich glaube, ich muss fliehen. Okay, ich bin voll, jetzt kann ich sie abfackeln. Aber ich werde sie jetzt vergiften. Und erstmal plündern. Hätte ich alles. Ja, komm.
Also, das Gift ist... Oh, mir gehen die Giftpilze aus. Ups. Aber gut, ich habe auch die leichte Vermutung, wir neigen uns auch langsam dem Ende des Spiels. Dunkle Gewässer. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Muss noch hier sein. Ausgerüstet. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hab sie gefunden. Okay, das passiert gerade alles von selbst. Atemgerät, jetzt kann ich unendlich tauchen. Okay, das sind ganz andere Pfeile, als die ich kenne. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Dankeschön. Speicherpunkt. Und ein Fähigkeitspunkt verfügbar. Ja, das... Was haben wir hier? Ihre Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente. Nein. Napalmpfeile. Verbessern Sie Feuerpfeile, um die Reichweite des Brandsatzes beim Einschlag zu vergrößern. Todeswolkenpfeile. Erhöhen Sie die Größe und Dauer der Giftwolke. Nehmen wir die Giftwolke. Die gefällt mir irgendwie gerade am besten. Natürlich. Natürlich. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ja.
Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. So, was auch immer passiert. Okay. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, das lässt sich einrichten. Das sollte den Weg etwas frei machen. Ja, das tut es auch. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Ah, da war ja was. Und hopp. Nur noch ein Pfeiler übrig. Wie viele Fässer haben die denn da drin, bitte? Okay, ich habe kapiert. Ich muss schneller sein, als die Trommel da ist, so gesehen. Und muss sie dann da drüben hinziehen. Das heißt, ich darf einfach nicht warten. Gibt es da irgendwas zum Looten eigentlich? Wohl noch ein Gefäß. Ja, da gibt's was zum Looten.
muss schwierig gewesen sein, so viele unbeständige Komponenten zu mischen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Na, das kriegst du, das kriegst du. Immer mit der Ruhe. Ganz ruhig, Brauner. Ich muss so schnell wie möglich darüber. Weil da hoch kann ich nicht. Kann ich hier hochklettern? Nein. Okay, das wird eine Herausforderung. Was das für eine... Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Spielwiese sein soll, weiß ich nicht. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, ja, wie oft willst du es noch sagen? Zu Fuß bin ich eindeutig schneller. Ach. Zu Fuß bin ich eindeutig schneller als beim Schwimmen. Warum ist mir das nicht gleich aufgefallen? Ich muss aber tatsächlich da drüben hin. Weil ich muss ja das Fass lenken. Mal schauen, ob die Zeit reicht. Ich glaube, ich habe es gerade schon explodieren gehört. Die Zeit reicht nicht. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ha!
dürfte das Fass ein bisschen aufhalten. Ich weiß aber nicht, wie lange. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Okay, probieren wir mal Brand.